Ich werde nie wieder was anderes kaufen. Schmeckt einfach wie Starbucks. Ey, ist das nicht geil, Leute? Hallo Leute und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich werde heute einfach wieder McDonald's Hacks testen und oh mein Gott, Leute, ich glaube, das wären die besten Hacks ever. Teil 1 wird hier übrigens hier oben verlinkt. Das müsst ihr euch unbedingt auch noch anschauen. Das war auch so geil. Und ich würde sagen, let's go. Don't you wanna know what you're missing? Put a little love on me, yeah. Woo! Okay, let's go. Let's go, girls. Hallo, ich hätte einmal gerne einen Eistee. Einen kleinen, bitte. Eistee? Genau, einen kleinen. Kann ich dazu zweimal Kondensmilch haben? Was haben? Kondensmilch. Die Kaffeesahne meinen Sie? Ja, genau, das meine ich. Ja. Okay, danke. Dann einmal eine kleine Pommes mit Ketchup. Kleine Pommes? Genau. Einmal 5 von diesen Chili Cheese Snacker oder so. Einmal eine Apfeltasche, bitte. Einmal einen Vanillemilchshake, bitte. Einen kleinen Espresso. Einmal ein Karamellfrappé. Und kann ich da vielleicht so Oreo da rein haben? Nee, das geht's nicht. Okay, aber. Sonst irgendwie Oreo dazu oder so, geht das? Also dann bitte ohne diesen Karamellfrappé. Okay, danke. Aber Sie gefragt, Karamell mit Kaffee? Genau, aber ich würde da ganz gern so Oreo drauf. Geht das nicht? Das ist die Oreo nur für die Mikro. Ah, und das kann man dann nicht reinmachen. Ah, okay. Nicht schlimm. Danke. Dankeschön, tschüss! Oh mein Gott, wie das riecht! Es gab eine kleine Unterbrechung, weil mein Akku leer gegangen ist. Aber ich bin dann nach Hause gefahren und habe meinen Akku aufgeladen und habe die Sachen in den Kühlschrank gemacht. Ich muss sagen, mir ist auch eindeutig viel zu heiß. Oh, was mache ich zuerst? Okay, die geilste Sache machen wir zum Schluss. Wir haben hier einmal Pommes. Oh mein Gott, wenn ich das schon rieche, ne, da, ich kann ausrasten. Wir brauchen unsere Tüte. Und ich mache den schönen Kassenbon hier mal ab. Und halt Ketchup. Und wir machen die Tüte halt leer, weil ich habe natürlich noch was anderes da drin. Und dann machen wir die Pommes da rein. Und der Ketchup kommt dazu. Dann muss man das zumachen und das so doll es geht schütteln. Oh, es riecht aber schon mal mega geil. Jetzt bin ich aber echt gespannt, weil irgendwie sieht es ganz geil aus. Doch nicht. Mmh! Alter, was? Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Wirklich nicht. Aber das ist so geil. So sieht das Ganze aus. Und ich dachte erst so, bah, das wird voll eklig, weil ich bin nicht so der Fan von so labbrigen Sachen, wisst ihr? Ich esse mein Müsli immer direkt, ich esse meine Kelloggs immer so. Am besten esse ich die, bevor die mit der Milch in Berührung kommen. Ich liebe knusprige Sachen, aber irgendwie ist das richtig geil. Aber das anzufassen ist irgendwie nicht so geil. Mmh. Ich mach noch mehr rein. Oh mein Gott, das war so lecker. Ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren, das ist wirklich... Die Pommes sind so perfekt in Ketchup getränkt und es ist nicht zu viel. Vielleicht ein bisschen zu wenig, ich würde wahrscheinlich noch mehr reinmachen. Aber das schmeckt so geil. Und wenn ihr das mal ausprobiert, dann markiert mich auf jeden Fall in eurer Insta-Story. Ich reposte immer die ganzen Sachen, auf denen ihr mich markiert. Ich liebe es, wenn ihr Sachen von mir nachmacht. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, der muss es auch jetzt unbedingt mal machen. Ich würde mich richtig drüber freuen. Mein Instagram-Profil ist in der Infobox verlinkt. Komm, erkläre ich euch kurz den Fail. Das war ein bisschen blöd. Und zwar ist der Hack, man kauft sich so ein Karamellfrappé und bestellt das dann mit Oreo. Ja, irgendwie ging das bei uns nicht. Keine Ahnung, kann ja sein, dass es vielleicht bei euch geht. Wenn es bei euch geht, dann lasst es mich unbedingt wissen. Das
das hört sich so geil an. Ich finde es auch, ich weiß auch gar nicht, warum das nicht geht, weil, keine Ahnung, eigentlich muss man ja nur die Oreo-Stückchen da reintun, aber naja. Übrigens habe ich noch so viele andere so geile Hacks gefunden. Das heißt, wenn ihr Lust habt auf einen zweiten Teil, lasst es mich unbedingt wissen. Aber ich habe noch eine andere Sache, die locker auch so geil wird. Und zwar haben wir hier einen Vanillemilchshake und dazu einen Espresso. Dazu gibt es übrigens eine richtig nette Story, Leute. Ich habe das einfach nur bei uns kurz zu Hause abgestellt. Ich kam so wieder, ich sehe, dass Mama das schon am Trinken ist. Ich so, alles klar, bedien dich ruhig. Ich habe zwar nicht gerade gesagt, dass ich das noch brauche, aber jo, haben wir hier gefühlt noch ein Viertel drin. Danke, Mama. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Der sieht schon richtig geil aus und richtig cremig. Boah, Alter, die sind so lecker. Und da geben wir einfach unseren Espresso-Shot rein. Oh mein Gott, das riecht schon mal mega geil. Oh mein Gott, wisst ihr, was ich früher gemacht habe? Yeah! Ich habe mich früher mal richtig dafür gefeiert. Okay, jetzt rühre ich das Ganze hier um. Boah, dieser Schaum sieht so geil aus. And now, let's try it. Schmeckt einfach wie Starbucks. Oh mein Gott. Oh! Leute, ich kann gerade nicht reden, ich muss es kurz genießen. What? Ich glaube, das ist mein neues Lieblingsgetränk. Mann. Ja, moin! Hallo. Willst du auch kommen? Nein. Nein. Ciao. Kannst gerne gleich auch noch kommen, wenn du es dir anders überlegst, ne? Ja. Man schmeckt diese Vanille. Es ist so cremig. Man schmeckt diesen Kaffee. Ich hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr reingetan. Jawohl, das immer wieder. Ich danke. Danke. Ja, auf jeden Fall ist es einfach, Alter, so geil. Snack für zwischendurch. Die Wahrscheinlichkeit, dass das lecker ist, ist für mich null. Irgendwie schwärmen da so viele von. Aber ich muss sagen, es ist so weird. Es ist einfach so weird. Und zwar habe ich hier eine Apfeltasche. An sich mega geil. Dazu habe ich Chili Cheese Snackers. Eigentlich werden dafür Nuggets genommen, aber ich esse ja kein Fleisch. Deswegen dachte ich, vielleicht so eine Nugget-Variation oder so. Egal, ob es Chicken Nuggets wäre oder das, ich finde es einfach nur eklig. Erstmal probiere ich hier diesen Chili Cheese Snack, aber ich habe es tatsächlich noch nie probiert. Ist ganz geil. Hoho, heiß. Scharf. Ich werde irgendwie immer mehr Fan von scharfen, aber irgendwie ist es ein bisschen schärfer, als ich dachte. Alter, warum sind die so scharf? Und zwar reißt man von der Apfeltasche ein Stück ab. Ich beiße jetzt einfach ab, weil Essen ist live. Ich benutze jetzt einfach diese Packung hier als Ablage. Und zwar macht man diesen Inhalt raus. So, mach diese Dinger da rein. Und dann soll das so geil schmecken, wenn man das noch in die Soße reindippt. Guten Appetit, würde ich mal sagen. Wie soll ich das sagen, Leute? Warum finde ich sowas lecker? Also, ich muss sagen, es ist mir halt ein bisschen zu scharf, deswegen ist es halt nicht so geil. Aber wenn ich mir das vorstelle mit Chicken Nuggets, I kinda like it. Leute, darauf erstmal noch einen Sip. Prosit. Irgendwie dieses Knusprige und diese leichte Süße. Irgendwie war das geil. Weiter geht's zum nächsten Hack. Wenn das lecker ist, Leute, ich werde nie wieder was anderes kaufen. Wir haben hier einmal Eistee. Das ist jetzt dieser Peach. Oh, Leute, ich freue mich so doll. Oh. Und dazu brauchen wir Kaffeesahne. Oh! Ey, ist das nicht geil, Leute? Leute, ich liebe Sahne. Ich trinke Sahne immer so. Sahne ist einfach so geil. Leute, ich sag mal so. Ich weiß nicht, ob das, sieht aus wie vergammelte Suppe. Oder wie so ein Ölfleck. Auf jeden Fall weird. Jetzt verrühren wir das Ganze. Okay. Es ist auf jeden Fall unnormal hell geworden. Ich zeig euch das mal kurz. So sieht das Ganze jetzt aus. Okay, let's do this. Oh, ich bin so gespannt. Ich trau mich nicht.
Ich weiß nicht genau, wie ich das finde. Oh, voll verschluckt. Irgendwie schmeckt es weniger intensiv und nicht wirklich besser. Nee, Leute, das ist irgendwie nicht so das Wahre, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte eigentlich, das schmeckt so cremiger wie so ein, keine Ahnung, so ein Starbucks-cremiger Eistee oder so, aber... Nee. Wenn ihr das Video cool findet, dann vergesst nicht, mir einen nach oben zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr ganz einfach unter dem Video machen, auf dem roten Abonnieren-Button. Einfach draufklicken und ihr verpasst gar nichts mehr auf diesem Kanal. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, welchen Hack ihr am liebsten davon probieren würdet. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Hier sind noch zwei weitere Videos von mir verlinkt, die müsst ihr euch unbedingt auch mal angucken. Da geht es auch wie immer um Food und es ist einfach geil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!